Ihr wollt auch ein bisschen Weihnachtsmarkt zu Hause haben mit so einer Grünkohlpfanne? Dann schaut euch am besten unser Video an. Viel Spaß damit. Hallo, ihr lieben Köchlinge, zu einer weiteren vorweihnachtlichen Kochcast-Folge. Ich bin der Markus. Ich bin der Christian. Und auch dieser Kochcast findet leider ohne Daniel statt. Trotzdem liebe Grüße. Genau, und weil das Thema weiterhin Weihnachten ist, haben wir uns gedacht, wir zeigen euch mal einen Klassiker vom Weihnachtsmarkt. Und zwar eine richtig schön deftige Grünkohlpfanne mit Mettenden. Das ist nach unserem Eintopf von letzter Woche, der so ein bisschen locker daherkam, mal genau das Richtige, um die Magenwand ein bisschen zu dehnen für den ersten und zweiten Feiertag. Ganz genau. Ne? Dazu machen wir noch eine wunderschöne Kümmelkartoffel. Dann haben wir Drillinge, klären wir gleich bei den Zutaten. Da werden wir auch hinschreiten, doch vorher. Haben wir schon mal eine Auflaufform, die stellen wir einfach mit im Ofen, die lassen wir mit warm werden. Ihr kennt das Spiel, 160 Grad Umluft oder ihr macht 180 Grad Ober-Unterhitze. Wenn ihr einen Gasofen habt, da müsst ihr gucken, so mittlere Stufe, da müsst ihr wahrscheinlich die Kartoffeln auch mal durchrühren, weil ja die Hitze da nur von unten kommt. Ja. So, jetzt haben wir alle Küchengeräte erklärt, mehr gibt's nicht zu sagen, denn... Ab zu den Zutaten. Aber heute nicht so bunt, dafür schön besinnlich grün wie Tanne. Mhm. Stimme ich dir absolut zu. Dann Markus, hau mal los. Was richtig. Haben wir denn? Für unsere Grünkohlpfanne brauchen wir in erster Linie hier ein paar geräucherte Speckwürfel. Wir benutzen die Schwarte mit. Wir hatten so ein schönes Stück Bauchspeck. Ja. Hat Christian schöne Würfel geschnitten, die Schwarte vorher entfernt. Und die lassen wir nachher beim Anbraten für die Grünkohlpfanne einfach im Topf mit aus, bevor sich da die Zwiebeln mit dazu gesellen. Ja, dann haben wir die zweite Zutat. Der Hauptstar ist der Grünkohl. Das ist jetzt ein gefrorener Grünkohl. Gehackt, ne, gibt es auch in roher Variante, aber so diese vorbereitete Variante lässt sich eigentlich am besten mit verarbeiten. Für die Faulen unter uns, ihr könnt auch aus dem Glas euch Grünkohl richtig nehmen. Der ist, da müsst ihr dann gucken, inwiefern der schon vorgewürzt ist. Der ist halt relativ weit gegart. Den braucht er eigentlich nur noch warm machen und ein paar Zutaten dazugeben. Genau. Ja, das war der Grünkohl. Zum Grünkohl kommen noch Mettenden, die wir hier haben. Und abgeschmeckt wird das Ganze mit etwas Kümmel, Lorbeer, Piment, etwas Gewürznelke, einem guten Esslöffel Senf und nachher zum Schluss abgebunden mit 2-3 Esslöffeln gerösteten Haferflocken. Ja? Ansonsten haben wir unsere Klassiker Salz, Pfeffer, eine kleine Prise Zucker dabei. Und dann geht's eigentlich nur noch um die Kartoffeln. Ja, und wir machen heute eine Beilage für Faule. Ne, die nicht wirklich viel machen wollen, die kaufen sich einfach ein paar Drillingskartoffeln, waschen die, halbieren die. Und wir werden das Ganze nachher mit Salz, Pfeffer versehen, machen ein bisschen Kümmel ran, dann trifft sich der Kümmel aus dem Grünkohl mit der von der Kartoffel, dann habt ihr so einen Geschmack durchgängig. Das Ganze wird dann noch ein bisschen mit Öl vermengt und geht dann einfach nur ab in den Ofen. Also eine wirklich entspannte Beilage. Ja, hört sich super an. Und mehr gibt's auch wieder an der Stelle nicht zu sagen. Es sei denn, wir wollen das Video in die Länge ziehen. Wollen wir aber nicht. Wir teilen uns wieder auf. Markus nimmt euch an die Hand. Es gibt Grünkohl bei ihm. Und wir sehen uns wieder bei den Kartoffeln. Ihr seht's, der Kochlöffel ist schon parat. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich an mit dem Grünkohl. Wenn ihr jetzt die Grünkohlpfanne zubereiten wollt, dann beginnen wir nämlich mit den Speckwürfeln bzw. auch der Speckschwarte. Ich habe hier einen relativ großen Topf auf dem Herd vorgeheizt. Da ist auch schon ein kleines bisschen Öl mit dran. Und da geben wir jetzt einfach die Speckwürfel und die Schwarte mit hinzu. So, alles mit hinzu. Dann verteilen wir das einfach unten auf dem Topfboden so ein kleines bisschen. Und lassen den Speck jetzt da aus. Also ihr braucht auch bei dem Öl im Topf wirklich nicht viel, weil der Speck lässt ja jetzt relativ viel Fett aus. Ne? So, und wenn ihr seht, dass er schon so ein kleines bisschen angebraten ist, dann gebt ihr gleich die Zwiebelwürfel mit hinzu. Und auf die Zwiebelwürfel folgen die Gewürze. Das Lorbeer, der Piment und die Gewürznelke. Und etwas vom Kümmel. Ein bisschen was lassen wir übrig für Christian. So, die geben wir jetzt gleich mit hinzu. Rühren das Ganze einmal um, schwitzen die Zwiebeln jetzt so schön mit an. So, da können sie ja auch unten am Topfboden ruhig
Röstaromen bilden. Ne, ihr solltet aufpassen, dass es euch nicht anbrennt komplett. Aber wenn sich da unten so ein, zwei, drei braune Stellen bilden, ist das gar kein Problem. So. Könnt auch ruhig die Temperatur noch mal ein kleines bisschen hochdrehen. Gar nicht so viel drin rumrühren. Und wenn das passiert ist, gebt ihr einfach euren aufgetauten Grünkohl mit hinzu. So. Da rühren wir auch gar nicht erst groß rum. Und jetzt fangen wir schon mal an, die ganze Geschichte zu würzen. Hier haben wir wieder unsere allseits beliebte Salz- und Pfeffermischung. Da geben wir schon mal ordentlich was hinzu. So zwei Teelöffel. Ebenfalls mit hinzu geben wir auch etwas Zucker. Das rundet die Sache dann gleich noch mal ein bisschen ab. So, und jetzt gießen wir unsere Grünkohlpfanne mit etwas Gemüsebrühe bzw. Fleischbrühe auf, wenn ihr sie da habt. Wir nehmen in unserem Fall wieder Wasser, einfach weil die Zutaten auch relativ viel Geschmack enthalten und das somit ganz gut auch mit Wasser funktioniert. So. Auch hier bei der Menge des Wassers bzw. der Fleisch- oder Gemüsebrühe muss es so viel sein, dass der Grünkohl gerade bedeckt ist. Ne? Nicht zu viel aufgießen. Lieber im Nachhinein nochmal etwas nachgießen, als dass ihr jetzt von Anfang an zu viel hinzugebt. So, noch einen kleinen Schluck. Dann verrühren wir das Ganze. So, das sieht gut aus von der Menge her. Jetzt geben wir die Mettenden mit hinzu. Mettenden sind im Endeffekt nichts anderes als Knacker, außer dass sie ein kleines bisschen weniger geräuchert sind. So. Zack, die wandern hier mit rein. Und jetzt deckt ihr den Topf am besten mit einem Deckel ab und lasst eure Grünkohlpfanne ja wenigstens 20 bis 30 Minuten köcheln. Ja, bei mittlerer Temperatur, nicht zu doll, das soll nicht kochen wie alte Wäsche. Und genau, später geben wir den Senf mit hinzu, binden das Ganze noch mit den Haferflocken ab und in der Zwischenzeit zeigt euch Christian, wie die Kümmelkartoffeln funktionieren. Wie schon in unserer letzten Folge hat Markus mir jetzt die Küche überlassen. Er hat sein Werk vollbracht, wieder mal in einem Topf. Ich gucke mal ganz kurz. Oh ja, der Grünkohl und die Mettenden, die köcheln vor sich hin. Heißt für uns, ran ans Brett und die Beilage machen. Wir haben jetzt hier die Drillingskartoffeln. Die haben wir gewaschen, hatten wir von den Zutaten schon, haben sie auch schon halbiert. Das heißt, die sind soweit fertig. Da brauchen wir jetzt eigentlich nichts weiter zu machen, als etwas aus unserer Salz-Pfeffer-Mischung zu nehmen. Wir machen ganz, ganz klein bisschen Zucker mit dran, wegen dem Karamellisieren. Und dann machen wir Kümmel. Ihr könntet jetzt den Kümmel anstoßen ein bisschen und mit zumachen. Aber ich würde euch empfehlen, ihn im Ganzen zuzumachen und auch nicht in Pulverform. Wenn ihr die Kartoffeln jetzt eine ganze Weile im Ofen lasst, verbrennt euch das Ganze und nach dem Eigengeschmack und dem kräftigen Eigengeschmack kommt meistens bitter. Und bitter sollen unsere Kartoffeln nicht sein. Deshalb geben wir jetzt einfach ordentlichen Schwung Kümmel hier mit zu. Und damit das Ganze noch ein bisschen Glanz kriegt und nachher auch im Ofen so ein bisschen vor sich hin brutzeln kann, einfach geschmacksneutrales Pflanzenöl, würde Markus sagen. In unserem Fall ist es wieder ein Rapsöl. So, dann einfach rein mit der Hand. Dann verbindet sich das alles schon. Ist auch wieder ein super Gericht. Da steht man dann, gut 20, 25 Minuten in der Küche. Wenn dann alles köchelt und im Ofen ist, hat man viel Zeit, Tisch zu decken, sich auf seine Gäste vorzubereiten oder einfach mal in den guten alten Fernseher gucken. So, jetzt haben wir alles vermengt. Dann waschen wir uns einmal ganz kurz die Hand. Und stellen fest, alle Handtücher sind weg. Hier hängt noch eins. Das nehmen wir dann einfach, trocknen uns die Hand ab. Und dann holen wir uns unsere Auflaufform einfach schon mal aus dem Ofen. Das ist nämlich ein bisschen vorgewärmt. Am besten, ihr nehmt natürlich einen Topflappen dafür, nicht so wie ich jetzt mit dem Handtuch. Wegen der Verletzungsgefahr. Und dann geben wir ganz einfach die Kartoffeln mit in die Form. Und ihr hört es, es fängt schon etwas an zu brutzeln.
Wir nehmen natürlich alles mit. Dann nehmen wir dann unsere Backhilfe. Kratzen die Schüssel ein bisschen aus. So. Das Gute ist an der Variante, die Kartoffeln brauchen jetzt so 20, 25 Minuten. Und danach kann man über die Hitze des Ofens so regulieren, dass ihr Grünkohl und Kartoffeln gleichzeitig fertig kriegt. Das heißt, die Beilage, auf gut Deutsch gesagt, ist sehr dankbar. Das heißt, da könnt ihr steuern und dass das Essen gleichzeitig fertig wird. Ich wiederhole mich ganz schön oft, aber so ist es. So, ab in den Ofen und wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Dann bin ich aber nicht alleine, dann wird Markus wieder neben mir stehen. Bis gleich. Unser letzter Part der Grünkohlpfanne ist angebrochen. Markus wird mit euch zusammen den Grünkohl abschmecken, abminnen. Und ich werde nur ganz kurz die Kartoffeln ein bisschen höher drehen von der Hitze, werde den Grill im Ofen oben noch anmachen. Wenn ihr keinen Grill im Ofen zur Verfügung habt, stellt euch eine kleine Pfanne auf, bratet die Kartoffeln ein bisschen an. Ist jetzt nur, wenn ihr die Kartoffeln mit Farbe mögt. Wir haben festgestellt, die sind ein bisschen blass im Ofen gewesen. Ja. Deshalb machen wir jetzt ein bisschen mit der Hitze nach. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, wenn der Grünkohl jetzt länger dauern würde, werden die Kartoffeln immer noch so, dass sie nicht matschig werden. Genau, dass sie nicht matschig werden oder eben zu trocken. Ne? Zu hohe Temperatur bedeutet ja auch, dass sie schnell mal trocken werden. Richtig. Vielleicht kann Daniel jetzt nochmal unten einblenden, dass wir von 160 auf 180, 190 Grad, 190 Grad eingehen. Na, das wäre super. Genau. So, und so, dann? Und wir machen jetzt den Grünkohl fertig. Ja, der Grünkohl hat jetzt gute 30, 35 Minuten gekocht. Hat auch seine Farbe gewechselt. Ja, er war ja vorher schön knackig grün. Und das ist jetzt in so ein schönes Olivgrün übergegangen. Ne? Und ganz wichtig ist erstmal probieren. Jetzt nehmen wir uns hier nochmal ein Löffelchen. Einfach um mal zu sehen, wie viel Geschmack haben die Mettenden abgegeben. Wie viel Geschmack hat der Speck abgegeben. War es genug Salz? War zu wenig Salz? Und von der Würze her ist es schon wirklich nicht schlecht. Bevor wir hier nochmal irgendwie Salz ran machen, geben wir erstmal den Senf hinzu. Senf ist ja auch eine relativ würzige Zutat. Bringt nochmal ein bisschen Säure mit dazu, ein bisschen Schärfe. Deswegen... Die Mettenden haben ordentlich Geschmack da gelassen, ne? Hallöchen. Richtig gut, ne? So, genau. Das heißt also, Temperaturen nehmen wir jetzt erstmal komplett weg. Die Resthitze wird erstmal ausreichen für den Arbeitsschritt hier. Und rühren jetzt den Senf unter. Ich sehe gerade, wenn die Mettenden hier so im Grünkohl sind, wird sich das nachher ein bisschen schwierig machen mit den Haferflocken. Ja. Deswegen hier für euch schon mal der Tipp. Einfach ich die assistiere. Vielen Dank. Genau, einfach die Mettenden schon mal auf den Teller oder auf eine Platte geben, damit ihr jetzt gleich die Möglichkeit habt, völlig bequem die Haferflocken hinzuzugeben und da schon umrühren könnt. Ja. So. Okay, Mettenden kommen raus. Rühren schön um, dass der Senf sich hier schön verteilt. Und jetzt geben wir hier nochmal ein bisschen Temperatur hinzu, dass er wieder anfängt zu kochen. Und lassen jetzt vorsichtig die angerösteten Haferflocken einrieseln. Ich würde da jetzt so mit 1-2 Esslöffeln beginnen. Auch aufpassen, dass alles im Topf landet und nicht daneben. Und jetzt verrühren wir das einfach. Lassen die Haferflocken quellen, lassen das einmal aufkochen und durch dieses Quellen und durch den Stärkeanteil im Hafer, ja, wird die Flüssigkeit gebunden. Genau. Ja. Genau. Ihr könntet das auch mit Speisestärke machen, das wäre natürlich auch kein Problem, aber traditionell wird es mit Haferflocken gemacht. So, und ich schau mal, das sieht mir noch ein bisschen flüssig aus, das heißt... Einmal volle Kraft voraus, Kapitän. Einmal volle Kraft voraus, einmal aufkochen, genau. Beim Aufkochen jetzt wird ja auch noch mal ein kleines bisschen Flüssigkeit verdampfen. Wie gesagt, dann sollte das eigentlich passen. Ja. Okay, sehr schön. Genau, die Flüssigkeit ist gebunden leicht. Soll ja auch nur eine sämige Konsistenz bekommen und nicht dicker Pudding werden. Gut, Temperatur aus. Vorher noch mal schnell probieren und dann können wir anrichten. Du bist schon soweit? Ja, ich wäre soweit. Wie sieht es bei dir aus? Dann nimmst du blasse Kartoffeln. Aber blasse Kartoffeln. Ja nicht schlimm. Machen wir. Wir haben ja gesagt, wie es funktioniert. Richtig. Ne? Wir probieren nochmal. Ja. Machen wir. Und was sagen wir? Schmeckt es uns? Es schmeckt uns. Magst du auch nochmal probieren? Nee, wir haben ja schon probiert. Aber wir haben probiert, genau. Ja, dann richten wir an, ne? Ja. Genau. Na? Ja. Doch. Vielleicht eine Spur Pfeffer.
Wir lassen das so. Genau. Richtig. Und dann werde ich uns einfach mal, oder willst du mit den Kartoffeln anfangen? Ich hätte die jetzt so an der Seite. Ja, machst also du an der Seite, genau, und dann kann ich die so schräg machen. So schräg, so. Genau. Also fange ich jetzt trotzdem an mit den Kartoffeln. Fängst du an. Mögen die Kartoffeln beginnen. So, dann richten wir das Ganze auch noch in einer Schale an. Haben wir noch eine, gib mir ruhig die Schaumkelle. Schaumkelle. So, dann machen wir das Ganze noch ein bisschen schön in eine Schüssel. So, reicht auch. Soll ja mehr Grünkohl als Kartoffeln geben. Ich gebe dir das mal rüber. Vielen Dank. So, und ich werde die Kartoffeln jetzt hier so ein kleines bisschen an den Rand geben. In Grünkohl. Oder hast du die Kartoffeln geschoben? Die Kartoffeln ein bisschen noch nach links geschoben. Habe ich wieder hier nicht richtig gemacht. Doch, hast du. So. Ein bisschen Grünkohl, ein bisschen Flüssigkeit. Ne? Wollen wir die Wurst einmal halbieren? Ja, so schräg, ne? Schräg diagonal in der Mitte. Schräg diagonal in der Mitte. Genau. Ja. Das sieht auch richtig gut aus. So, jeder eine erstmal? Na klar, jeder eine erstmal. Hier biegt ihr die rüber. Ja. Und mach hier schon mal weiter. Während wir hier so anrichten, können wir schon mal sagen, Rezept wie immer unten in der Videobeschreibung. Genau. Ne? Einkaufsliste gibt es eine Woche vorher bei Instagram und bei Facebook. Ja. Und eigentlich brauchen wir jetzt nichts weiter zu sagen, als euch noch eine wunderschöne Adventszeit zu wünschen. Holt euch ein bisschen mit dem Gericht den Weihnachtsmarkt nach Hause, wenn ihr Grünkohl-Fans seid. Wenn ihr Grünkohl partout nicht mögt, dann ist es leider nicht euer Essen. Dann lasst es einfach. Richtig. Ja. Und mit den Worten, schöne Vorweihnachtszeit. Genau. Schaltet bei unserer nächsten Folge wieder ein, nächsten Samstag. Da zeigen wir euch ein bisschen was für Heiligabend, was es da zu essen geben könnte. Mhm. Und mit den Worten und diesem wunderschönen Weihnachtsmarktessen sind wir raus und sagen bis dahin, ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch auch diese Folge gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr diese Folge mit uns gemeinsam gekocht habt, zeigt uns doch eure Gerichte auf unseren Social Media Kanälen unter dem Hashtag jeder_kocht. Hier auf der rechten Seite könnt ihr noch auf unser neuestes Video klicken und darunter auf unser Logo, um diesen Kanal zu abonnieren. Wir verabschieden uns und sagen wie immer, macht's nicht gut, macht's lecker!